Thema Datenschutz. Worauf muss ich denn da überhaupt achten als Makler? Was darf ich nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was sind eigentlich das Grundproblem? Die häufigsten Probleme. Heute in unserem Podcast ein besonderer Gast, Freund seit einigen Jahren und auch im gemeinsamen Business sozusagen. Lieber Mike, stell dich kurz vor. Wer bist du und was machst du denn überhaupt? Ja, erstmal vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe seit 2018 die Firma Smart DSGVO GmbH und biete alle möglichen Datenschutzdienstleistungen an für Unternehmen. Hauptsächlich die Mitarbeiterschulung, die bei vielen Unternehmen leider vernachlässigt wird. Was ein langweiliges Thema, oder? Definitiv. Genau, wir wollen das mal versuchen, ein bisschen zu entschlüsseln heute im Podcast, weil es ja für Immobilienmakler, für unsere Zielgruppe ein wichtiges Thema ist, weil man mit Datenschutz natürlich immer wieder zu tun hat. Ne? Das ist ja ein tägliches Brot. Also worauf muss ich denn da überhaupt achten als Makler? Was darf ich nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar, das war ja 2014, 2015, glaube ich. Erinnere mich nicht mehr ganz, wann es war. Wo dieses ganze Thema DSGVO ja so richtig hochgekommen ist. Und wo es eine Deadline gab, ich kann mich noch gut daran erinnern, da musste an einem bestimmten Stichtag, zu einem bestimmten Stichtag, alles umgestellt sein, alles ready sein. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wann das war? Ja, genau. Also du hast schon richtig, das ging so 2017, 2016, 2017 ging das los, weil dann gesagt wurde, dass die DSGVO ab 2018 startet und ab dann drohen im Prinzip die Strafen für den Unternehmer. So, jetzt muss man aber vielleicht auch mal das Thema Datenschutz so ein bisschen beleuchten, was denn eigentlich das Grundproblem war. Vielleicht nicht, um zu tief einzusteigen, aber das Grundproblem, was war das überhaupt? Das Grundproblem beim Datenschutz ist, dass am Ende personenbezogene Daten, ja, also von dir, von mir, von jedem von uns, missbraucht werden können. Das ist so das kritischste Problem, wovor man am meisten Angst hat. Es gehört aber auch dazu, dass personenbezogene Daten im Unternehmen verschwinden werden oder verschwinden können. Im Falle zum Beispiel eines Serverabsturzes, Verlust von der Festplatte, wie auch immer, weil einfach kein effektives Backup dann zur Verfügung steht. Okay, aber am Ende des Tages, sage ich jetzt mal ganz provozierend, was soll das? Eigentlich hat doch eh jeder von jedem alle Daten, mehr oder weniger. Ja, das glauben viele. Also Thema Backup ist tatsächlich so, dass es in vielen Unternehmen den Glauben gibt, dass ein Backup vorhanden ist. Wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ist das Backup einfach nicht vorhanden. Okay, gut. Lass uns das mal aufdröseln. Also das heißt, ich habe jetzt eine Maklerfirma, kriege Anfragen rein über Immobilien-Scout, über ein Immobilienportal. Jetzt macht ja doch den ersten Datencheck, macht doch letztendlich Immobilien-Scout mit dem Anfragenden. Ja. Und Immobilien-Scout leitet die Daten an mich weiter. Soweit alles richtig, ja. So, warum muss ich denn das jetzt nochmal machen? Die Frage ist einfach, was machst du mit den Daten oder wer in deinem Unternehmen arbeitet mit den Daten? Du bist halt für diese Daten dann nach der Übergabe von Immobilien-Scout verantwortlich. Okay, also gibt es eine Übergabestelle, das heißt? Genau, richtig. Okay. Also Immobilien-Scout übergibt die Daten an dich oder an dein Unternehmen und du hast halt sicherzustellen, dass die Daten dann in dem Unternehmen auch vertrauensbewusst behandelt werden, also nicht an Mitarbeiter weitergegeben werden, die oder von Mitarbeitern bearbeitet werden, die vielleicht gar nicht so loyal dem Unternehmen gegenüberstehen, gar nicht wissen, was mit den Daten passieren kann. Ich sage einfach mal Homeoffice als Stichwort, wo viele Daten verloren gegangen sind oder immer noch viele Daten verloren gehen. Oder auch Externe, die für das Unternehmen arbeiten, wie Freelancer, Freiberufler oder auch externe Firmen für das Unternehmen. Okay, das heißt also, der erste Punkt ist, dass ich als Unternehmen die Verpflichtung habe, meine Mitarbeiter auszubilden, zu schulen. Exakt, genau richtig. Korrekt? Genau richtig. Gibt es da eine Größenordnung, ab wie viel Mitarbeiter ich das muss? Fälschlicherweise ist der Irrglaube da, dass es geistert so rum, ab 20 Mitarbeiter. Das ist aber ein absoluter Irrglaube. Ab dem ersten Mitarbeiter muss dieser Mitarbeiter
für den Datenschutz, wie es so schön heißt, sensibilisiert werden. Also er benötigt eine Ausbildung für den Datenschutz. Okay, so und im Endeffekt, die Smart DSGVO ist darauf spezialisiert, eben diese Ausbildung zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen, dass ich also praktisch als Unternehmen sage, pass auf, hier gibt es einen Kurs, den musst du machen, da gibt es einen Abschluss und so weiter. So weit, so gut. Haken genau. drin. Wobei, ja? ganz kurz eben noch dazu zu erwähnen, diese Ausbildung ist online, die wir online anbieten und somit gibt es für das Unternehmen nicht diese ja, unnötige Planung für eine Präsenzschulung, dass man, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man 10 Mitarbeiter hat, 10 Mitarbeiter zur gleichen Zeit in einem Raum zu bekommen, da fehlt immer einer. Und wenn es der Chef am Ende ist, weil das nicht okay, also das heißt, aber damit haben wir einen Haken dran, damit wäre ich als Unternehmer abgesichert, wenn ich das sicherstelle, dass er das gemacht hat, dass er sensibilisiert ist, hat ein Zertifikat, alles fein. Genau, richtig. Also Punkt 1, Check, wäre dafür von der Seite erledigt. Genau. Jetzt kommen wir aber ja nochmal zurück zu dem Thema, weil jetzt wird es ja für mich jetzt in der Stelle spannend. Denn jetzt übernehme ich die Daten von Immobilien-Scout und jetzt laufen die bei mir in eine CRM rein. Aber die CRM gehört mir ja eigentlich gar nicht. Die habe ich ja nur gemietet. Das heißt, die Daten in der CRM liegen ja gar nicht bei mir. So, jetzt kommt ja nächstes Spiel rein. Ne? Das ist ja dieser sogenannte AV-Vertrag. AV-Vertrag, Auftragsverarbeitungsvertrag, genau. Richtig. Also Datenauftragsverarbeitungsvertrag, korrekt? Oder heißt es nur Auftragsverarbeitungsvertrag? Aber im Großen und Ganzen, es geht halt um die Verarbeitung der Daten. Da hast du recht. Ja. So, das heißt, den muss ich aber jetzt wiederum mit meiner Softwarefirma, mit meiner CRM-Company machen, den muss ich abschließen, diesen Vertrag. Weil die Daten ja bei denen liegen. Ist das soweit korrekt wiedergegeben? Das ist so richtig. Du hattest ja am Anfang, oder hatten wir ja das Thema gehabt, wer im Unternehmen mit den Daten arbeitet. Das können halt oder sind Mitarbeiter. Es können Dienstleister sein oder Freelancer. Die CRM ist in dem Fall der Dienstleister, an denen die Daten von dem Kunden übergeben werden. Okay. Oder von dem Makler übergeben werden. Was genau. aber bedeutet, dass ich im Prinzip mit jedem Freelancer auch einen entsprechenden Vertrag machen muss zum Thema Behandlung Datenschutz. Exakt, richtig. Man benötigt bei solchen Softwaredienstleistungen, meistens sind das so Software-as-a-Service-Dienstleistungen, diese Software, die bei dir in deinem Office fest installiert ist, auf deinem Server läuft. Und da benötigst du natürlich nicht solch einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Aber sobald du die Daten in, sagen wir mal, so ein paar Stichwörter wie HubSpot, Soho, solche üblichen CRMs. Oder jetzt bei den Maklern PropStack, Office, exakt, Flowfact, genau richtig, genau richtig. Da benötigt man halt auch einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag. Okay, das ist klar. Jetzt habe ich aber ja einen Mitarbeiter. Ich stelle jetzt einen Mitarbeiter ein. Dem mache ich jetzt eine Schulung. Aber ich muss ja auch sicherstellen, innerhalb meines Arbeitsvertrages muss ich das ja auch sicherstellen mit dem Datenschutz. Ne? Also es ist auch wichtig, dass da was drin zu steht in dem Vertrag. Ne? Genau, richtig. Also nicht einfach irgendwelche zusammengezimmerten Verträge, sondern bitte auch prüfen, dass das da ist. Und mit einem Freelancer muss ich das doch normalerweise, insofern er Zugriff auf Kundendaten bekommt oder an ihn Kundendaten weitergeleitet werden. Und wenn es nur die Erstellung eines Prospektes ist, zum Beispiel mit Kundendaten. Mit Kundendaten. Mit richtig. Kundendaten. Ja, genau. Ne? Also das haben viele, glaube ich, so fälschlich. Ja, das ist üblich, ist das halt zum Beispiel bei Visitenkarten. Zum Beispiel, wenn man so eine Online-Druckerei beauftragt, mach mir bitte mal Visitenkarten. Oder, ja okay, Visitenkarten ist jetzt für das eigene Unternehmen, für die eigenen Mitarbeiter. Aber dafür bräuchte man zum Beispiel auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Und wichtig ist, dass dieser Auftragsverarbeitungsvertrag halt vor der eigentlichen Dienstleistung geschlossen wird. Also nicht danach, sondern bevor man die Daten an den Dienstleister übergibt. Okay, wir fassen mal zusammen. Also das heißt, wir haben ja einmal beim Makler die CRM. Ja. Jetzt wandern aber die Daten von der CRM zum Beispiel in eine Bewertungssoftware, die Immobiliendaten. Oder in andere Tools, ist ja völlig genau, egal. Egal in welche Tools. Auch Google Drive, muss ich ja auch mit Google einen AVV-Vertrag machen. Sofern es geht, genau richtig. Ja. Bitte lass uns da, insofern es geht, was heißt denn das? Das Problem ist, dass die DSGVO grundsätzlich erstmal in Europa gilt. Und andere Unternehmen, die außerhalb des Europa oder außerhalb Europas unterwegs sind, müssen sich natürlich auch in die DSGVO halten. Also jeder, der mit Einwohnern und mit Bürgern Europas Geschäften macht,
oder deren Daten verwaltet, dessen Daten verwaltet, muss halt sich an die DSGVO halten. So, jetzt gibt es ein paar vertrauenswürdige Länder, wie es in der DSGVO so schön heißt, und dazu gehören natürlich alle europäischen Länder, mit denen man halt Geschäfte machen kann. Mit Russland sollte man wahrscheinlich gerade keine Geschäfte machen, aber seltsamerweise gehört auch die USA dazu, also amerikanische oder US-amerikanische Unternehmen, die in den USA sitzen, an die kann man nicht einfach mal ebenso personenbezogene Daten senden. Dazu gehört auch zum Beispiel Microsoft. Die Unternehmen haben, also Microsoft, Dropbox zum Beispiel auch, ist eigentlich auch in aller Munde, die haben die Möglichkeit oder die Rechtssicherheit geschaffen, indem die halt eigene Rechenzentren in Europa betreiben und das so abgekapselt haben, dass die amerikanischen Gesetze zählen. Ja, dass die europäischen Gesetze primär zählen, aber die Amerikaner so gesehen nicht direkt auf diese Daten drauf zugreifen können. Das ist im Prinzip das Problem, dass die Überwachungssysteme in den USA direkt auf diese Daten drauf zugreifen können. Mhm. Ist ein komplizierteres Thema, aber grundsätzlich ist ja die GDPR, heißt es ja in Amerika. GDPR, ne? Die DSGVO ist die GDPR, genau richtig. Aber grundsätzlich in Amerika gelten andere Richtlinien. Auf jeden Fall ist USA ein nicht vertrauenswürdiges Land für die DSGVO. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und sollte wissen, was man macht. Man kann aber mit diesen Unternehmen dennoch zusammenarbeiten. Okay, heißt aber nichts anderes jetzt im Klartext, als wenn ich jetzt ein total selber hochsensibler Mensch auf Datenschutz bin, dann sollte ich bei diesen Tools, eigentlich auch Microsoft, was ja der größte ist, dann macht das keinen Sinn, wenn ich Outlook nutze mit unter Kundendaten hinterlege, wird es ja schon eng. Grundsätzlich, gerade Microsoft, da gab es in den letzten Jahren immer wieder gewisse Anpassungen, wo sie versucht haben, da DSGVO-konform zu sein. Aktuell sind sie es auch in den meisten Microsoft-Produkten. Aber grundsätzlich stimmt es schon, sollte man gerade bei einer CRM versuchen, dass die nicht versuchen, sondern und wenn man halt datenschutzkonform arbeiten möchte, sollte man seine Daten bei einem europäischen oder deutschen Unternehmen hosten. Okay. So, das heißt, wenn ich also jetzt mit einer Drive oder Dropbox oder sonst irgendwas arbeite, wäre es jetzt schlau, wenn ich da keine kundenbezogenen Daten, sondern vielleicht eigene Vorlagen, Checklisten oder sonst irgendwelche Sachen hinterlege, exakt, aber jetzt nicht irgendwie kundenspezifische Daten mit Adressdaten und so weiter und so fort. Genau. Okay, damit das nicht zu kompliziert wird und wir beide uns hier sozusagen jetzt hier komplett eingrooven und draußen da die Leute das irgendwie gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Was ist denn eigentlich das wirklich, also das Kernproblem haben wir ja gecheckt. Das Kernproblem ist halt eben personenbezogene Daten. Ich versuche das mal zu übersetzen. Am Ende des Tages geht es doch darum, dass Kunde A sagt, ich möchte nicht, dass meine Daten weiterhin bei dir sind. Und er schreibt mir eine E-Mail und sagt, lösch die bitte. Dann bin ich ja verpflichtet. Oder er sagt, pass auf, welche Daten hast du bei mir von mir gespeichert? Also er stellt eine Antwort. Dann muss ich ja in der Lage sein, nachzuweisen, welche Daten, wann hat er sich eingetragen bei mir, welche Daten, sogenannte IP-Adresse. Also diese Daten muss ich ja transparent nachvollziehbar machen können. Genau. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. So. Heißt im nächsten Schritt, wenn der jetzt sagt, pass auf, ich will aber, dass du alle meine Daten bei dir löschst, muss ich in der Lage sein, die Daten an allen Stellen, wo sie sind, auch zu löschen und ihm das wieder nachzuweisen. Exakt, genau. Korrekt? Das ist auch richtig. Und dafür, vielleicht sollten wir das oder den Begriff, diesen Auftragsverarbeitungsvertrag, was da überhaupt drinsteht, mal kurz erklären. Ja, also ein Auftragsverarbeitungsvertrag regelt genau das. Was passiert mit den Daten? Was wird dafür gemacht? Also wenn ein externes Unternehmen zum Beispiel diese Daten benötigt, um eine Dienstleistung, bleiben wir mal dabei, Visitenkarten zu drucken oder ein Exposé zu drucken, verwendet, dann wird das Exposé gedruckt und danach müssen die Daten wieder gelöscht werden. Wenn aus irgendwelchen Gründen die Daten trotzdem gespeichert werden, dann muss es halt separat geregelt sein, wenn zum Beispiel ein Anschlussauftrag in kürzerer Zeit natürlich ist, dann können die Daten von dem weiterhin gespeichert werden, also verarbeitet werden.
Aber in dem Vertrag ist halt geregelt, dass die Daten dann auch rechtzeitig gelöscht werden und auf Anforderung, wenn so ein Fall kommt, ein Nutzer möchte gerne, dass seine oder ein Kunde möchte, dass seine Daten entfernt werden, dass diese Daten dort auch gelöscht werden. Und die Krux an der ganzen Sache ist, dass du als Immobilienmakler dafür den Kopf hinhältst, dass deine Dienstleister das auch tatsächlich machen. Und wenn du halt diesen Vertrag nicht hast, dann hast du halt gleich mehrere Probleme. Der Dienstleister, was macht er mit den Daten? Löscht er die wirklich? Ja, du teilst deinem Kunden mit, du hast die Daten gelöscht, aber irgendwann tauchen die Daten bei deinem Dienstleister wieder auf. Warum auch immer. Und dann bist du wirklich in der richtigen Bredouille. Also du musst wirklich nachweisen, dass du alles dafür unternommen hast, dass diese Daten sicher bleiben. Und der Fehler findet meistens nicht bei einem selbst statt, sondern meistens sind es halt Externe oder halt auch Mitarbeiter. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiterschulungen sehr, sehr wichtig. Okay. Letztendlich, was, also die wichtigsten Punkte, die haben wir jetzt. AV-Vertrag oder AVV-Vertrag. Mhm. Ich muss meine Daten sensibel schützen. Jetzt gibt es ja beim Makler noch dieses Thema Widerrufsbelehrung. Und das ist ja das große Problem, oder das heißt, es war mal das große Problem, ob es heute noch das Riesenproblem ist, I don't know, also sehe ich nicht mehr wirklich. Aber es ist halt nervig, weil jeder Interessent macht einmal bei Immobilien-Scout so eine Widerrufsbelehrung, beziehungsweise muss da irgendwas wegen Datenschutz, dann kommt, wird er weitergeleitet oder dann verlange ich das von dem auch wieder als Makler wegen Provisionssicherung und so weiter. Und dann könnte er das ja widerrufen und so weiter. Das ist aber doch irgendwie echt total nervig. Das geht doch den Leuten total auf den Keks. Das, also den Verbrauchern. Genau, aus der Verbrauchersicht ist das wahrscheinlich erstmal nervig. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Verbraucher aber auch derjenige, der möchte, dass seine Daten geschützt werden. Und er möchte natürlich auch weiterhin die Hoheit über seine Daten haben und jederzeit sagen können, ich widerspreche dem Ganzen. Aus diesem Grund kommt man da eigentlich nicht darum, aus Maklersicht, dass man sich halt an die DSGVO hält. Also man kann die DSGVO sehr streng auslegen, ja, und auf sich bemühen, jede Regel da einzuhalten. Das sollte man auch machen. Aber Am Ende, Mike, ist es doch so, ich meine, das ist doch total in Ordnung. Ja, der Kunde sagt mir einfach, du lösch meine Daten und fertig. Warum macht man das so kompliziert? Also hast du eine Ahnung? Also weil finde ich es einfach ein bisschen crazy, ja, weil wenn der Kunde, der stellt eine Anfrage bei mir, dann sagt er, pass mal auf, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, lösch meine Daten, sage ich, alles klar, mache ich, tschüss. Warum muss das alles so kompliziert sein? Kannst du das als Datenschützer mal... Also im Prinzip ist das doch schon ein bisschen weird, oder? Das ist schon ein bisschen Banane. Es erscheint wirklich Banane. Es hat aber am Ende auch wirklich einen Sinn, dass man... Bin ich ja mal gespannt. Das ist jetzt eine gemeine Frage. Wir wollen ja ein bisschen was lachen, ja, ne? Das ist genau richtig. Nein, aber grundsätzlich, es geht halt darum, dass der Nutzer halt oder der Kunde, der Interessent, immer die Hoheit über seine Daten hat. Hat er doch. Wenn er allerdings seine Daten bei Immobilien-Scout eingibt und bei Immobilien-Scout etwas bestätigt und Immobilien-Scout das an den nächsten Makler weitergibt, dann hat der Nutzer ja schon die Kontrolle über seine Daten eigentlich verloren. Aber es ist doch trotzdem, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch komplett Banane. Wenn ich jetzt so ein wenn ich jetzt so einen fucking Vertrag mache, ja, und du kommst jetzt und stellst mir eine Anfrage, ja, und ich speichere die jetzt in 300 verschiedenen Tools, ja? Ja. So, und ich sage jetzt, pass mal auf, in den 10 Tools habe ich das gespeichert und die 280 oder 290 anderen Tools sind mir entfallen. Wer will das denn whole fucking prüfen? Welche Behörde will denn das überhaupt irgendwie, also du weißt schon, worauf ich weiß, das also das ist schon absurd. Es ist absurd, aber es ist auch nicht unmöglich, das Ganze zu regeln. Mhm. Also dieser AVV-Vertrag ist ja nicht die Lösung für alles. Das ist ja die Lösung für den Makler und seine Dienstleister. Dafür ist das ja. Das löst einfach das Problem im ersten Schritt dafür oder das Problem, dass der Kunde, der Nutzer sagt, ich möchte meine Daten gern gelöscht haben. Der Makler teilt das seinen Dienstleistern mit. Bitte löscht diese Daten und er muss sich keine Sorgen machen, dass das Thema durch ist. Dennoch gehört halt
zu der DSGVO halt noch eine Menge mehr als nur ein AVV-Vertrag. Also deswegen. Was gehört da noch dazu? Ja, er muss zum Beispiel eine Abschätzung machen über die Risiken, die sogenannte Risikoabschätzung, dass er halt genau weiß, was passiert denn in solch einem Fall. Also Nutzer A, ich nenne es einfach mal Nutzer, nicht Kunde, ja, der Nutzer kommt und sagt, ich habe hier mit meinen Daten, die ich bei dir eingegeben habe, die sind irgendwie, ist damit was Komisches passiert. Die sind jetzt auf, ich habe eine Werbemail bekommen von einem anderen Unternehmen, die mit dir gar nichts zu tun haben. Aber warum ist das so? Liegt da irgendwas Seltsames vor? Also habt ihr euch die Daten hin und her geschoben? Genau, sowas. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel bei dir ein Mitarbeiter ist, der die Daten vielleicht missbräuchlich weitergegeben hat. Oder der Mitarbeiter hat, also versehentlich missbräuchlich weitergegeben hat, vielleicht absichtlich. Oder auch, dass es bei dir in der IT vielleicht eine Sicherheitslücke gibt, dass die Daten in irgendeiner Form ins Netz gelangt sind oder in andere Hände, die sie eigentlich nicht haben sollten. Und dann musst du halt im Prinzip den Plan schon in der Schublade haben, was machst du denn in solch einem Fall und was habe ich eigentlich bereits unternommen, dass sowas nicht passiert. Also das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass nur Mitarbeiter, die tatsächlich mit dieser Aufgabe vertraut sind, dass nur diese an die Kundendaten rankommen, also an die Nutzerdaten rankommen. Mhm. Ein Mitarbeiter, der mit den Daten überhaupt nichts zu tun hat, der bei dir der Webdesign macht, der darf gar nicht in die Hände kommen, gar nicht in die Nähe kommen von diesen Kundendaten und auf gar keinen Fall Zugriff auf irgendwelche Computersysteme haben, wie CRM oder wie auch immer. Okay, wenn ich jetzt bei dir so eine Schulung mache, als Mitarbeiter. Oder auch als Chef, ne? Ja. Habe ich danach dann wirklich das Wissen, dass ich Bescheid weiß, um was geht es? Oberflächlich ja. Mhm. Man ist auf jeden Fall dahingehend aufmerksamer, was mit den Daten im Unternehmen passiert, was man damit machen darf. Darum geht es ja auch. Deswegen heißt es in der DSGVO auch Sensibilisierung, dass der Mitarbeiter weiß, ich habe hier Kundendaten, die sind wichtig, die sind wertvoll. Unter Umständen sind das auch Kundendaten, die besonders sensibel sind. Es gibt verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten. Vielleicht hat der Makler doch mal damit zu tun, dass er mit Gesundheitsdaten arbeitet und die muss er halt besonders behandeln. Und da ist es wichtig, dass der Mitarbeiter halt weiß, dass diese Daten besonders zu behandeln sind oder im Allgemeinen personenbezogene Daten besonders zu behandeln sind. Verstehe ich. Was mir einfach noch wichtig ist, ist, was sind aus deiner Sicht denn so in der Bevölkerung oder beziehungsweise jetzt bei Selbstständigen und Unternehmern aus deiner Sicht so die Probleme, die Herausforderungen, weil es ja doch ein sehr dry, sehr trockenes Thema, ne? Und ich kann mir vorstellen, haben viele ja gar keinen Bock drauf. Was ist da deine Erfahrung jetzt in Bezug auf so die selbstständigen Unternehmer? Ich meine, du hast ja jetzt nicht nur Immobilienmakler als Kunde, sondern generell, ja, du arbeitest, betreust ja alle Unternehmen irgendwie. Was ist da so eigentlich deine Erfahrung? Checken die das oder haben die das überhaupt auf dem Schirm, dass das wichtig ist oder musst du da viel Aufklärungsarbeit? Sag doch mal so die Hauptthemen, damit das nochmal so richtig rüberkommt, dass das tatsächlich nicht sehr oder sehr wichtig ist. Ja, also die meisten Kunden, die Mitarbeiterschulung nutzen, das sind halt wirklich Unternehmen. Das sind gar nicht die Selbstständigen, die das allein zu zweit oder mit einem Dreierteam also eher machen. Größer. Eher größere Unternehmen, weil da tatsächlich das Verständnis mehr da ist, was kann denn im Falle eines Datenschutzverstoßes oder eines Datenschutzvorfalls oder passieren. Auch Missbrauch, könnte Missbrauch, man auch sagen. Genau, das könnte ja ein Mitarbeiter sein, der vielleicht auch gerade bei einem Makler, ja, da ist ein Verkäufer, ne, der sagt jetzt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf den Makler und der klaut jetzt die Daten. Genau, das sind so die häufigsten Probleme oder auch leider die häufigsten Gründe, weshalb die Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir brauchen hier eine Mitarbeiterschulung, weil das Kind dann eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Häufig ist es so, dass alles gut läuft, gerade bei Mitarbeitern, solange wie man sich versteht. Sobald es irgendwo Stress mit einem Mitarbeiter gibt, der Mitarbeiter mag das Unternehmen aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, besonders den Chef nicht mehr, der Mitarbeiter geht und legt dann so gesehen mal die Karten auf den Tisch und weiß genau, was in dem Unternehmen schief läuft. Ja, dass er
das unter Umständen bei der passenden Behörde dann mal meldet, dass die Kundendaten dort offen rumliegen, dass der Praktikant damit irgendwelche Sachen macht, dass auf dem Homeoffice-Computer nachmittags die Kinder noch mitspielen, irgendwie solche ganzen Dinge. Es kann aber auch dieser Fall sein, was du gerade gesagt hast. Man hat ein Vertriebsteam, ein Verkaufsteam, wo halt Mitarbeiter sich die Kundendaten einfach mal speichern auf dem externen oder auf dem eigenen USB-Stick und den dann halt unter Umständen für sich persönlich für die zukünftige Selbstständigkeit benutzen oder diese Daten halt schon wieder weiterverkaufen. Also all diese Fälle sind halt schon passiert. Okay, also wir können festhalten, es gibt einmal die Situation generell DSGVO. Bei ausländischen Unternehmen, speziell amerikanischen Unternehmen, ist es speziell. Ja, definitiv. So, das ist die eine Seite. Man vom Fall zu Fall muss man das prüfen. Das muss man einfach sich genau anschauen. Das kann man jetzt auch hier nicht, denke ich, behandeln wirklich. Dann in Zusammenarbeit mit deutschen Firmen, CRM zum Beispiel, irgendwelche Bewertungstools und so weiter. Da gibt es diese AVV-Verträge. Und vor allen Dingen sehr und besonders wichtig ist halt die Thematik Schulung. Ab wann ist das aus deiner Sicht wichtig? Also ich, bevor du die Frage beantwortest, für mich ist es so, es müsste jeder, der sich selbstständig macht und selbstständig ist, egal wie groß, gerade wenn er klein ist, sich damit beschäftigen und einmal so eine Schulung machen. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Genau, also derjenige, der irgendwann die Entscheidung trifft, ich möchte mich selbstständig machen, der sollte natürlich wissen, was er macht. Er sollte sich mit dem Thema Datenschutz auseinanderkennen. Oder auseinandersetzen, Entschuldigung. Sobald Mitarbeiter im Spiel kommen, hat man folgende Situation. Da, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist einfach so. Und deswegen passieren die meisten Vorfälle gar nicht beim Chef selbst, der bei sich im Büro sitzt und die Arbeit nur delegiert. Wenn die Mitarbeiter mit den Daten versehentlich irgendetwas machen und sie wissen nicht, warum sie es gemacht haben oder warum das unter Umständen falsch ist, dann kommt irgendwann die Datenschutzbehörde und fragt bei dem Chef an, der auch für diesen Vorfall am Ende haftet oder den Kopf hinhält, was ist denn bei dir passiert? Und dann sagst du, ja, da hat Mitarbeiterin XY hat mit den Daten was gemacht. So, und dann fragt die Behörde, okay, was hast du denn unternommen, dass das nicht passiert? Und dann, wenn der Chef dann halt, je nachdem wie er drauf ist, sagt, ja eigentlich nichts, weiß doch jeder, dass man auf diese Daten aufpassen muss, dann ist man im Prinzip in der Situation, wo man der Behörde sagen oder erklären muss, warum man denn nicht gut auf diese Daten aufgepasst hat oder warum man an dieser Sensibilisierung gespart hat. Ja, die ja eine Vorschrift ist, die sollte halt ungefähr alle 2 Jahre mit den Mitarbeitern wiederholt werden. Mhm. Und wenn man halt dann dummerweise nochmal falsch antwortet und sagt, habe ich gar nicht nötig, ich muss mich hier um mein Business kümmern, dann muss man sich halt den Satz oder den Vorwurf fallen lassen, ob man nicht fahrlässig gehandelt hat. Und dann kommen auch diese enormen Strafen. Also man hört meistens nichts von diesen ganzen Sanktionen, von den Strafen. Man sieht immer oder hört immer nur Facebook, Google als aber von den ganzen Kleinen hört man nichts. Aber die Strafen gibt es tatsächlich. Mhm. Und bei den meisten ist es wahrscheinlich irgendwie vorbeigegangen. Aber eigentlich ist es eine permanente Zeitbombe, wenn man Mitarbeiter hat, dass irgendetwas passiert. Okay, also das heißt, vernünftig mit den Daten umgehen, ganz wichtig. Ja. Dafür sorgen, dass man mit den Firmen, mit denen man zusammenarbeitet und Daten austauscht, diese AVV-Verträge zu machen. Und einfach am Ende des Tages wirklich sauber arbeiten. Ne? Ja, also, und halt dafür sorgen, dass vorbeugend dafür sorgen, dass mit den Daten, dass die Mitarbeiter damit sauber arbeiten. Sich diesen Vorsatz zu machen als Chef, wir arbeiten als Unternehmen schon sauber mit den Daten, das ist leider sehr, sehr dünnes Eis. Die Mitarbeiter, die müssen dafür sensibilisiert werden und die müssen das irgendwie in den Kopf bekommen. Jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema Bildung. Ne? Bildung. Also Ausbildung, ne? Die Menschen zu bilden. Ne? Genau. Also einfach ihnen Wissen zu geben, damit sie, wie du es sagst, sensibilisieren, damit sie verstehen, um was es wirklich am Ende des Tages geht. Genau.
wird denn das wirklich so heiß gegessen, wie es gekocht wird, dieses ganze Thema? Du meinst jetzt seitens von den Behörden? Ja, oder was? Ja, doch. Also gibt es da wirklich so richtig krass auf die Glocke, ja? Also so das, richtig brutalo. Da es gibt, also jetzt brutalo, wenn man jetzt das vergleicht mit Google, 20, 50.000 oder 100.000 Euro wird ja teilweise in den Raum geschmissen, wo du ja als Kleinselbstständiger sagst, wenn ich jetzt so eine Strafe kriege, dann kann ich meinen Laden direkt zumachen. Ja, ich sag mal so, die Strafen, die hängen immer davon ab, was am Ende für ein Vergehen da passiert ist, was tatsächlich passiert ist, wie viele Daten jetzt abhanden gekommen sind, wie viel entwendet wurden, wie auch immer, wie man das halt nennt. Wenn man halt eine große Nummer ist, dann ist die Strafe halt höher oder größer. Dann tut das wahrscheinlich auch diesem Unternehmen weh. Mhm. Wenn man jetzt ein kleines Unternehmen hat, vielleicht mit 8 oder 15 Mitarbeitern, und dann kommt eine Strafe von 10, 15 oder vielleicht 20.000 Euro, dann mag man vielleicht darüber erstmal schmunzeln, das tut mir nicht weh, aber am Ende tut es dem Unternehmen doch weh. Und man muss sich im Klaren sein, dass man dann auf der roten Liste der Behörden steht und die werden dann öfters mal vorbeikommen und Fragen stellen und sich das mal eher erklären lassen, was passiert bei dir im Unternehmen eigentlich. Und auf dieser Liste möchte man eigentlich nicht stehen. Okay, also Quintessenz kann man ganz klar sagen, informiert euch. Ja, und vor allen Dingen macht so eine Schulung, vor allen Dingen schult die Mitarbeiter. Das kann man bei dir machen. Smart DSGVO, Link bzw. Daten sind hier in der Infobox mit drin. Und dann ist man im Prinzip auch schon auf einem guten Weg, wenn man weiß, was man zu tun hat und die Regeln einhält. Und da geht es am Ende des Tages drum. Ne? Genau, richtig. So blöd Bürokratie auch ist, aber einfach gewisse Regeln einhalten macht eben Sinn am Ende des Tages. Und heißt, geht mit den Daten der Kunden ordentlich um, wenn er die speichert, wenn er die verarbeitet, so dass ihr immer wisst, wo habt ihr die Daten her? Also ist so bei mir eigentlich im Wesentlichen hängen geblieben. Wo habt ihr die Daten her? Wann haben die Leute sich eingetragen? Wo legst du die Daten hin? Wo sind die? Und damit du in der Lage bist, die Daten auch immer jederzeit zu löschen, wenn der Kunde das will. Genau, und es gibt halt noch Datenschutzdokumentation. Das würde jetzt den Rahmen des Podcasts hier definitiv sprengen. Aber vorbeugend, um solche Datenschutzverstöße, solche Dinge davor vorzubeugen, geht es gar nicht darum oder gibt gar keinen anderen Weg als die Bildung der Mitarbeiter, die Ausbildung der Mitarbeiter, dass diese Vergehen gar nicht passieren können. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, ist, weil du sprachst gerade an Datenschutzdokumentation und so weiter. Das gibt es ja erst, glaube ich, ab einer bestimmten Größenordnung, die man braucht, nehme ich mal an. Ja, beziehungsweise er muss gewisse Dokumente sogar anlegen, sorry. Genau. Man muss gewisse Dokumente machen, beziehungsweise ich brauche ja ab einer bestimmten Größe auch einen Datenschutzbeauftragten. Genau. Also eine externe Person, jemanden wie dich. Das kann auch ein interner sein. Ja, also innen oder extern, ne, und so weiter. Ab wann muss ich denn diese Person, also wann brauche ich jemanden, der Datenschutzbeauftragter ist? Genau, also den Datenschutzbeauftragten benötigt man ab 20 Mitarbeiter, die, also nicht 20 Mitarbeiter, zum Beispiel jetzt ein Bauunternehmen, wo man 19 Baggerfahrer hat und einer sitzt irgendwo in der Buchhaltung, dann braucht man das nicht. Also sobald man 20 Mitarbeiter hat, die mit personenbezogenen Daten, sei es jetzt Mitarbeiterdaten oder mit Kundendaten. Okay, der Baggerfahrer sitzt halt nicht. Genau, richtig, der wird wahrscheinlich die Kundendaten niemals irgendwo sehen. Kann unter Umständen auch sein. Bei Lieferdiensten gibt es das natürlich auch. Der Lieferant muss ja wissen, an wo das Paket hingesendet werden muss. Also Smartphone oder was auch immer. Und dann sieht er ja auch, was geliefert wird. Genau. Also nicht, dass jetzt nachher noch die Baggerfahrer sich hier gekränkt fühlen, weil sie keine ordentlichen Mitarbeiter mehr sind. Wollte ich jetzt. Ne? Das war jetzt nicht Absicht. Genau. Ja, schon mal direkt. Genau, also grundsätzlich jeder, der irgendwo ich hätte jetzt beinahe gesagt, der am Computer sitzt. Das trifft es eigentlich auch nicht. Also jeder, der ein Blatt Papier in der Hand hat, wo Kundendaten draufstehen, der muss das halt machen. Um deine erste Frage, du hattest ja zwei Fragen eigentlich gestellt, um zu beantworten, mit wer muss diese ganze Dokumentation machen? Wer muss sich an den Datenschutz halten? Das muss jeder tun, ab dem ersten Tag, wo er sagt, ich möchte irgendein Business mit Kunden machen. Ab dem Moment muss man Datenschutzdokumentation erstellen, also wo zum Beispiel gesagt wird, okay, ich habe eine Internetseite, dafür habe ich den Webhoster XY. Diese ganzen Daten sollten dokumentiert werden von Anfang an, weil einmal ist es Vorschrift und zum anderen auch, wenn man dann diese Grenze erreicht hat, wo man 20 Mitarbeiter oder mehr hat, was jeder haben sollte,
dann ist man halt in diesem Punkt oder an diesem Punkt angekommen, wo man mittlerweile so viele Prozesse am Laufen hat, dass man das hinterher nie wieder aufgeräumt bekommt. Also lieber vom Tag 1 alles dokumentieren. So, jetzt gibt es ja so ein paar Bereiche, wo jetzt der Makler sagt, wie ist denn das jetzt da wirklich? Also nehmen wir mal an, wir beide treffen uns jetzt irgendwo in der Kneipe. Gibt es überhaupt noch Kneipen? Ich weiß es gar nicht. Also in irgendeinem Café und wir unterhalten uns über Immobilien und du sagst ja, ich will meine Immobilie verkaufen und ich sage, ey, Mike oder Herr Becker, geben Sie mal Ihre Karte. Ich rufe Sie an. Ja. So. Was jetzt? Und du gibst mir jetzt deine Karte. Richtig. So, muss ich mir jetzt von dir eine Genehmigung einholen, dass ich dich jetzt anrufen darf, wenn du mir jetzt deine Karte gibst und mir deine Nummer aufschreibe? Das meinte ich vorhin mit. Man kann die DSGVO wirklich sehr streng, sehr katholisch auslegen, ohne die Katholiken jetzt zu beleidigen zu wollen. Also man kann die DSGVO wirklich sehr streng auslegen. Man kann es auch locker sehen. Also, das ist doch Schwachsinn, das oder? Ist definitiv, das gehört zu den Punkten, wo ich sagen würde. Da sagt doch keiner was, also oder? Ich will es jetzt hier nicht öffentlich sagen, das ist Schwachsinn, aber es gibt wichtigere Sachen als eine Visitenkarte. Die hat es schon eh und je gegeben, wird es auch immer geben. Und wichtiger ist eher, dass wenn man in das Unternehmen kommt bei dem Mitarbeiter und man dreht die Tastatur um, dass darunter nicht die Passwörter stehen oder die Passwörter mit Post-its am Monitor kleben. Ganz das geil. Das ist auch ein richtiger Karlauer, oder? Der ist bei jedem der Unternehmen ist, zu der finden. Der ist geil. Okay, also das haben wir. Jetzt bin ich auf einer Messe. Als Richtig. Marker. Ich habe eine Messe und eine Veranstaltung und die Kunden kommen ganz munter rein, tragen sich mit ihren Daten ein und so weiter. Ne, so Teilnehmerdaten, das muss es ja, wenn ich so eine Veranstaltung mache, muss ich auch fürs Finanzamt schon nachweisen, dass die Leute da waren, wenn ich die bewirte und so weiter. So, jetzt steht da eine Telefonnummer, was dann? Die Kunden eintragen. Also du möchtest im Prinzip so eine Art... Genau, die waren jetzt bei mir auf dem Seminar, ich habe die gratis eingeladen, ich habe denen auch noch Wasser, Cola, Bier und was zu essen gegeben. Da muss ich doch das Recht haben, die nachher auch anrufen zu dürfen. Das Recht hast du auch. Du musst dir allerdings auch darüber informieren, in dem Moment, wo sie ihre Daten abgeben oder hergeben, sei es Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name, Nachname, musst du dich darüber informieren, was du mit diesen Daten machst. Also, dass ich die Daten bei mir speichere und dass ich sie mit Telefonanrufen penetriere. Genau. Penetrieren werde. Genau. Der Kunde muss einfach wissen, was er da gerade tut, dass er auch die Möglichkeit hat, dem Ganzen zu widersprechen, dass er aus diesem Kreislauf rauskommt und dass er auch weiß, was halt wirklich von dir kommt, dass du ihm nicht nur, oder dass du ihm nur Immobilien anbietest und nicht irgendwelche Kochtöpfe oder sonstige Dinge. Okay, gut. Also ist, denke ich, auch relativ klar eindeutig. Kommen wir zu einem sehr neuralgischen Punkt. Die Akquise von Privatverkäufern. Also der Privatverkäufer, der macht jetzt in Immobilien-Scout eine Anzeige und möchte seine Immobilie verkaufen. Und er gibt seine Telefonnummer da an. Und ich sehe jetzt aber als Makler, weil ich bin ja Retter, ich möchte ja helfen. Ich sehe jetzt, dass seine Immobilie mit Tools wie Rote Kapsel und so weiter, kann man das ja mittlerweile sehen, dass der arme Kerl jetzt schon seit einem halben Jahr versucht, sein Haus zu verkaufen und schon dreimal den Preis gesenkt hat. Und jetzt möchte ich ihn eigentlich nur dezent darauf hinweisen, hören Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Ich möchte Ihnen gerne helfen, ich will Sie retten. So, muss ich da jetzt die Augen zumachen und sagen, okay, wenn ich ihm helfe, wird er mich schon nicht verpfeifen, also er wird schon nicht sauer sein auf mich, oder was ist das Problem? Oder gibt es überhaupt ein Problem? Das Problem ist, oder ist es eigentlich, dass ich sozusagen mit dem roten Umhang, mit dem Samariter-Umhang da bei ihm zu Hause vorsprechen muss? Ja. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, das ist eine sehr graue Grauzone, weil ein Unternehmen ja grundsätzlich nicht berechtigt ist, eine andere Person anzusprechen oder einen Endkunden anzusprechen und für seine Dienstleistung zu werben. Glaubst du denn, der ist sauer, wenn ich den anrufe und ihm helfe? Ich denke nicht, es hängt, denke ich mal, davon ab, was oder wie man es verkauft. Grundsätzlich ist das ja erstmal nicht verboten, mit ihm ein nettes Gespräch zu haben. Und ihm auch Tipps zu geben, wie es besser gehen könnte.
wie der sich am Ende entscheidet, ob er die Entscheidung hinterher trifft, mit einem Makler zusammenzuarbeiten. Das ist ihm ja völlig überlassen. Okay, also nur mal so, wenn ich also nur vom Datenschutzrechtlichen her, wenn ich ihn also jetzt anrufen würde und ich würde ihm sagen, Mensch, ich habe ein paar Tipps für Sie. Ich habe einen Tipp für Sie. Ich will Ihnen nichts verkaufen, ich habe nur einen Tipp für Sie. Ist es dann schon nicht erlaubt oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Frage, so ist, wie viele Leute, wie viele Menschen der Makler anruft, denen er Tipps geben möchte. Also wenn das jetzt wirklich schon ein Business ist, dass man da eine Liste mit tausend Adressen hat und die innerhalb von einer Woche abtelefoniert, dann ist das ja schon definitiv Werbung, was da halt dahinter steckt. Mhm. Aber es gibt ja schlechte und es gibt gute Werbung. Gutes. Aber ich will ja tausend Leuten helfen, nicht einen. Also grundsätzlich ist es halt, wie ich das gerade gesagt habe, ist das eine graue Grauzone. Man kann das sicherlich auch übertreiben. Also der könnte im Ernstfall schon sagen, definitiv. Du bist bescheuert, du darfst mich gar nicht anrufen. Definitiv. Oder halt auch ein Mitbewerber, der das vielleicht sogar auch irgendwie spitz bekommt, der den Makler dort anzählen könnte und sagt, das, was ihr da macht. Ja, irgendwelche unlauteren Werbeanrufe. Genau, richtig. Also bringen wir es einfach auf den Punkt. Es dürfen keine Werbeanrufe sein. Gut, okay, aber das Thema, weil du sagst graue Grauzone, also Werbeanruf ist ja, ich sage, ich bin hier Heinz Bosbach, der Makler, und ich möchte gerne, dass Sie Ihr Haus über mich verkaufen. Das wäre für mich eine eindeutige Werbung. So, wenn ich aber jetzt, wenn ich aber jetzt hingehe und sage, pass auf, ich habe gesehen, Sie verkaufen Ihr Haus, ich bin zwar Immobilienmakler, nur mir tut es gerade im Herzen weh, zu sehen, wie Sie hier Ihren Immobilienverkauf gegen die Wand fahren. Ich habe da mal einen Tipp für Sie. Ja. Wie gesagt, es ist Also graue Grauzone. Die graue Grauzone. Aber es wird ihm schon schwerfallen, jetzt mir auf der Basis des normalen Makleranrufs, ne, im Sinne von, hey, ich komm mal vorbei, guck mir mal dein Haus an und zack, zack, zack und pack dann einen Alleinauftrag aus. Also es wäre auf jeden Fall, würdest du es als smarter ansehen, dem einen Tipp zu geben? Ich würde das erstmal gar nicht als smart definieren, egal welchen Tipp man ihm gibt. Ich würde im ersten Schritt, würde ich sagen, wenn man in der Marktliste... Du bist ängstlich, du würdest ihn gar nicht erst anrufen. Genau, richtig. Grundsätzlich, es gibt ja gibt viele andere Möglichkeiten, an die Kontaktdaten von Privatverkäufern zu gelangen. Du bist ja auch nebenbei noch Programmierer. Ne? Das stimmt. Deswegen das müssen wir jetzt mal gucken, wie kann man jetzt diese Daten ausspähen. Ja? Okay, ja, bitte. Aber es gibt ja auch viele andere Wege, wie man das, ich will das nicht sagen, legaler hinbekommt, aber wie man diese Grauzone verlässt und wie man an diese heiß geliebten Daten, die man unbedingt haben möchte, wie man da rankommt. Also grundsätzlich, deswegen habe ich gerade extra gesagt, das ist eine Grauzone. Es hat schon seine Gründe, warum sowas oder diese Art und Weise gesetzlich nicht erlaubt ist. Warum gewerbliche Unternehmen nicht den Endkunden anrufen können. Ich meine, du kennst es sicherlich auch, sitzt zu Hause und dein Telefon klingelt und jemand möchte dir Aktientipps oder irgendwelche Umfragen, alle möglichen Tricks, wie es dann halt gibt. Die Dinger nerven halt am Ende und man muss sich halt im Klaren sein, was man halt mit seinem Unternehmen auch für einen Auftritt damit hinlegt, wenn man die Leute halt, wirklich penetriert, wie du also es gerade gesagt hast. Also wir reden von B2C, ne? Am Ende ist es ja B2C. Und nicht B2B, ne? Also, genau. Also den Endkunden B2C anzurufen ist am Ende nicht okay. Ich sehe das jetzt nicht ganz so 100%. Ich habe das früher auch genauso gesehen. Deswegen habe ich das gerade gesagt. Ich habe das früher tatsächlich genauso gesehen. Also ganz kategorisch, kein Bock und so weiter. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Also ich sage das auch ganz offen. Ich würde das Risiko auch eingehen. Unter der Voraussetzung, dass ich wirklich tatsächlich sage, so diese reinen Werbeanrufe, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Genau, darum was viele Immobilienmakler machen, das geht nicht. Ne? Aber wenn ich dem jetzt sage, pass mal auf, steht ihr völlig frei, völlig unabhängig einer Zusammenarbeit mit mir. Ich merke einfach, pass auf, die fahren das Ding hier gerade vor die Wand. So, sie kriegen einen Tipp von mir, ich habe hier ein coole Anleitung. So, und gucken Sie es mal an, wenn Sie Spaß daran haben, viel Erfolg beim Verkauf. Wenn nicht, können Sie mich gerne immer noch anrufen. Ja, so. Ich glaube persönlich, also natürlich weiß ich, dass es letztendlich
die Grau-Grau-Zone ist, keine Frage. Aber am Ende des Tages, wenn ich merke, weil wenn er gut ist, wenn er eine geile Immobilie hat, wird er es eh verkaufen. Also jetzt mal so abgesehen davon, ne? Wenn ich aber ihm einen Tipp geben kann und er merkt am Ende des Tages und er kommt dann irgendwie auf Umwege wieder auf mich zurück, kann ich da mit dem Risiko gut leben. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn ich so mit Menschen spreche, ohne sie zu penetrieren und ihnen auf den Sack zu gehen, dass es am Ende des Tages seine freie Entscheidung ist und dass er mir jetzt da kein reindrehen will, wird. Ne? So, nur mal so jetzt. Ne? Genau. Richtig. Kannst du dem so einigermaßen zustimmen? Mit natürlich dem Hinweis, ganz streng genommen darf man es nicht. Ich stimme dem zu, ganz streng darf man es nicht. Wie gesagt, jeder muss halt so gesehen wissen, wie weit er bereit ist zu gehen, wie weit er gehen kann. Die gesetzliche Regelung ist halt ganz klar. Ist so, ja, wie sie ist, ja. Da, wo kein Kläger, da kein Richter. Deswegen, wenn man das halt im normalen Rahmen macht, ist das auch völlig in Ordnung. Aber halt, wenn man halt ein richtiges Sales-Team da ransetzt und die Listen da jeden Tag durchrattern lässt, dann wird es halt irgendwann mal knallen. Dann, also irgendwann gibt es mal Ärger, ne? Genau, richtig. So, den muss man dann halt als Kollateralschaden natürlich mit einkalkulieren, ne? Wir dann jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo die Sanktionen, Strafen. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Genau, ne? Ich wollte es halt nur mal ansprechen, weil das sind ja die Themen, die Makler halt beschäftigen. Ne? Am Ende des Tages, ne? Wir haben es ja jetzt gerade so im Prinzip einmal all over letztendlich besprochen und am Ende des Tages bleibt es dabei, Bildung, Ausbildung, kümmert euch um das Zeug und das kann man bei dir machen, Smart DSGVO als letztendlich Online-Schulung auch für sich selber und für die Mitarbeiter. Genau, richtig. Ich danke dir sehr, lieber Mike, und wünsche dir alles Gute. Heinz, vielen Dank. Ciao.